Ja, das sehe ich auch. Ach du Heilige, hier hat so viel. Ah, sehr schön. Naja, der Daddy und ich, wir kämpfen gemeinsam gegen die bösen, bösen Splicer. Ja, geh du mal runter. Ich guck mich derweil hier oben um. Ionengel. Wenn man das brauchen kann, wieso nicht? Schrot, Zigaretten, ein Tagebucheintrag. Na, den nehmen wir doch gerne. Mir scheint, Fontaine kam sein eigener Untergang gar nicht so ungelegen. Am Silvesterabend kamen seine erbärmlichen Splicer aus den Armenhäusern geströmt und haben buchstäblich die Stadt gestürmt. Die Toten verfaulen auf der Straße und die Einwohner tun alles, um sich Plasmide zu besorgen. Sie wollen nur noch eins, sich das Gesindel vom Hals halten. Ja, das glaube ich gerne. Würde ich auch nicht anders machen. Und jetzt, wo hier so ziemlich alles relativ... Siehst du das? Ach, guck mal, da ist unser Geschenk. Wenn das bloß gerade nicht so anstrengend wäre hier. Nehmen wir mal das Geschenk an. Danke sehr. Big Hypnotize Big Daddies. Ja, das finde ich doch mal nett. Dann hören wir uns nebenher noch die... Ich eine Attentäterin? Das ist köstlich. Moment mal. Ich hätte vielleicht nein! Ah doch, da ist mein Electrobolt. Als Opfer der genetischen Manipulation, dass ich bin. Ich habe ganz vergessen, dass ich einst an diesen Ort geglaubt habe. Ich habe an Ryan geglaubt. So. Dann haben wir die hier tot, haben wir das hier tot. Du kommst zu allerletzt dran. Autsch! Weg. Schlimmer als weg. Sie ist jetzt eins von diesen Dingern. Bin ich also eine Attentäterin? Und jetzt müssen wir erstmal unsere Patronen wechseln. Ja, 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 ja. Olle Nervensäge. So, dann wollen wir mal... Sorry, Daddy, aber du musst sterben. Autsch! Autsch! So, sorry, Kleines. Aber der Daddy musste sterben. Ach, sorry, Kleines, aber das geht nicht anders. Dafür darfst du dann heim zu Mama Tennenbaum. Na los. Lass dich heilen. Na los. Braves Kind. Und jetzt geh ab. Ab. Los. Zurück zu deiner Familie. Keine Sorge. Ich helfe doch gerne. So, ich soll da reingehen. Und dieser Zirkus, der Werteautomat, ist einfach nur schlicht und ergreifend kaputt. Sieht mir aus wie ein Autohacker. Na, den nehme ich doch gerne mit. Was soll das? So, wollen wir mal hier so ein bisschen und da so ein bisschen. Einfach für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Hier soll ich also lang. Was ist, wenn ich mich da hinten erstmal noch umsehen möchte? Also noch ein Stückchen weiter runter gehen will. Dann gehe ich erstmal ein Stückchen weiter runter. Vielleicht ist da ja irgendwas Interessantes. Man weiß. Oh, Madonna. Oh, klasse. Ich werde dich mit meiner Rache. Stirb, stirb, du seltsamer Typ, du. Ich höre einfach nur Dinge. Ich höre viele, viele Dinge. Antipersonenmunition.
Etwas ionisches Gel. Mann, das nenne ich doch mal eine Ausbeute. Und da hinten ist noch ein Tagebucheintrag. Na, den hören wir uns doch gerne an. Eine Stadt auf dem Meeresgrund, welch ein Irrsinn. Aber wo sonst konnten wir uns aus den Klauen der Parasiten befreien? Ach, Parasiten, immer redet der von Parasiten. Eine Kunst entstehen Schrecklich. Lassen können, die nicht zensiert wird. Eine Wirtschaft aufbauen, die nicht kontrolliert und eine Gesellschaft erschaffen, die nicht zerstört werden kann. Es war nicht unmöglich, Rapture auf dem Meeresgrund zu bauen. Es war unmöglich, es irgendwo anders zu bauen. Also ich weiß nicht, da gab's doch noch sowas, aber wenn Rapture funktioniert hätte, sähe das hier alles ein bisschen anders aus und nicht so kaputt. Das sieht mir irgendwie sehr kaputt aus. Oh nein, nein, nicht schon wieder dunkel. Bitte, 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 bitte. Ich hasse es, wenn es dunkel ist. Ich möchte nicht, dass es schon wieder... Hier fehlt einer. Hier fehlt einer. Hier fehlt definitiv einer. Wo ist er? Wo ist dieser Drecksack? Ah, nur schon wieder dunkel. Bitte, 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 lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Bitte, bitte, bitte. Ich hasse das, wenn es dunkel wird in Spielen. Daher fehlt schon wieder einer. Okay, das will mir ganz und gar nicht gefallen, wenn das hier dunkel wird. Und gleich fehlt bestimmt noch einer. So, stirb! Sterbt alle! Was hast du gebaut? Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Und warum? Weil ihr mich angreift! Wichser! Warum kann ich nur plündern und zerstören? Ich werde angegriffen! Was soll ich machen? Man lässt mir ja keine andere Wahl. Und jetzt habe ich schon wieder meine kompletten panzerbrechenden Patronen aufgebraucht. Obwohl ich die wahrscheinlich sowieso gleich brauchen würde. Super. Das heißt, meine panzerbrechende MG kann ich schon mal vergessen gegen den nächsten Daddy. Der da unten ist. Wie viel haben wir denn hier unten? 3 Stück. Einen habe ich wahrscheinlich schon verpasst. Oder er kommt noch nach. Vielleicht kann ich auch da drüben Panzer... Bitte lass mich da panzerbrechende Munition kaufen. Nein! Ich brauche panzerbrechende Muni! Oh, ich brauche panzerbrechende Muni! Verdammt! Also, MG kann ich schon mal vergessen. Explosivschrot. Ja gut, das wäre vielleicht noch eine Option. Da muss ja aber richtig schnell sein, ansonsten sieht das hier sehr sehr schmerzhaft. Da ducken wir uns noch drunter, bevor wir uns den Herrn Daddy mal krallen. Flattern? Oh, die meint wohl mich, die Kleine. Was wir auch nehmen können? Ja, natürlich. Unsere Granaten. Splittergranaten, Kontaktminen, Wärmesuche, nehmen wir normale Splittergranaten. Noch haben wir genug davon. Tut mir leid, Daddy. Ja, wo ist der denn jetzt hin, der Daddy? Papilein, wo hast du dich versteckt? Jetzt sag bloß, du bist da in den Gang gerannt. Oh, ein Tagebucheintrag. Danach können wir die Kassette hier über diesen
Keyboards legen. Und die ganzen anderen Universitätsfuzis. Daddy, wo bist so du? Papi. Also, ich hab dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australian Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Australian Day? Da hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, na, vielleicht werde ich eines Tages schwieriger. Ach, Kleines. Ich weiß doch nicht, wann der Australian Day ist. Woher soll ich das auch wissen? Ich habe doch keine Ahnung von Feiertagen. Hallo? Naja, ist auch egal. Ich werde auf jeden Fall die Kleine hier retten. Komm. Na komm, Kleines. Na komm. Braves Mädchen. Und jetzt husch, husch, ab nach Hause. Oh Gott, wir haben so viel Adam. Du hast mich gerettet. Ja, und jetzt ab. Ach, da unten ist ja gleich der Kanal. Wann zur Hölle ist der Australian Day? Und vor allen Dingen, was zur Hölle ist der Australian Day? Und warum zur Hölle kann ich den Mülleimer nicht plündern? Ach, was soll's. Ich muss jetzt in die Da wird wahrscheinlich nichts Brauchbares sein. So, eine Lagerkiste. Und ich bin mir so ziemlich sicher, dass wenn wir da jetzt reingehen, wir erstmal überfallen werden. Deswegen... Wir haben genug MG-Patronen drin. Ach, da geht's noch runter. Oh Gott, Mädel, hast du mich jetzt erschrocken? Ja, komm rum. Komm rum. Glaubt ihr etwa im Ernst? Ich lasse euch hier. Macht die Sache nicht unnötig schwer. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hier schwubbert schon wieder irgend so ein Houdini-Splicer rum. So, Freundchen, jetzt wird sich hier nicht mehr rum und um teleportiert. Das mache ich nicht mit. Meine lieben Freunde der guten Unterhaltung. Das mit dem rum und um teleportieren, das lass mal schön bleiben. Jetzt habe ich glücklicherweise hier diese Medi-Station kaputt gemacht. Ansonsten hätten die sich hier noch dumm und dämlich geheilt. Das wäre sehr unvorteilhaft für uns gewesen, weil... Oh, Napalm, Splittergranate, Kuchen mit Cremefüllung. Also wenn das nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. Mal eben hier ein bisschen tanken. Und dann geht's auch direkt weiter. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Was gibt's da drüben? Auf jeden Fall eine kaputte Steuerungskonsole. Der Trennschalter ist hier drüben, jawohl! Warum kann sich Ryan nicht selbst um diesen Scheiß kümmern? Weil Mr. Ryan Wichtigeres zu tun hat, als für Loyalität in seinen Reihen zu sorgen. Bestell Fontaine schöne Grüße, du dreckige Ratte! Okay. Okay, jetzt wissen wir zumindest schon mal, wie der gestorben ist. Der hat uns hier eine E-Spritze dagelassen. Das finde ich auch ganz nett. U-Invent, ein Pep-Riegel, noch ein Pep-Riegel. Das ist immer gut für die Gesundheit. Auch wenn es wahrscheinlich für die Vitalität nun nicht so toll wäre. Aber naja, was soll's. Da durchsuchen, hier durchsuchen. Hier hat es überall Zeugs. Oh, noch ein Aktenschrank, den man durchsuchen kann. Und die Sicherheitslücke. Das Tonikum haben wir auch noch nicht gesehen. Können wir aber leider nicht benutzen, weil Baum ganz gut zu gebrauchen. Na, wenn das wirklich gut zu gebrauchen ist, dann nehmen wir das doch mit. Ich habe die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Okay. Ich habe noch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Keyboards und den Werkstätten gegeben.
Rapture ist wohl nicht mehr zu retten. Natürlich nicht. Manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Der Hitzeverlustmonitor. Ich möchte erstmal da drüben so ein bisschen den Strom ausschalten.